Also vor allem, wenn du in Omsi irgendwie so ein Schaltdingens fährst und das mit Schuhe, da bist du nur am absaufen lassen. Ah, Josh, dann hast du es noch nicht richtig gemacht. Wenn du mit dem Peritinus-Bus nicht im zweiten Gang einfährst, dann ist da irgendwas falsch. Ich fahre auf den zweiten Gang an, aber ich kann auch im ersten Gang anfahren. Der erste ist zu schnell vorbei, das ist das Problem. Ja, das kenne ich ja, sonst jemand nur ungeduldig? von. Boah, Josh. Sag mal, ist deine bessere Hälfte da oder Ja. warum? Okay, und du hast jetzt kein Josh, lass das gekriegt. Ja, kontextsensitiv Julian, wenn. Ach so, Also sie hat kein Audio Kontextsive Input. Grammatiken bei regulären Sprachen. So, Verwirrung perfekt. Oh nein! Ich krieg so Automaten und formale Sprachen. Ja, geil. Ah, widerlicher Scheiß. Bin ich froh, dass ich das bestanden habe, das Scheißfach. Ja, ich auch. Ja, gell, Carsten, na, das war schon Wenn der hart. Dozent vor dir steht, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu, Klammer auf, Endliche Klammer zu, Klammer auf, Automaten, Klammer zu. Kellerautomaten. Ja. Ey. Ich fand vom Kellerautomat immer lustig, weil wir uns immer im Keller gelernt haben, in der Cafeteria. Und da standen auch immer Ich finde Getränkeautomaten. das Das war dann immer interessant, unser endlicher dass da Kellerautomat. immer Leute ungeduldig werden hinten. Hä? Ach Wer so, ist denn nee, da ich ungeduldig? eier nur immer auf eine andere Spur rüber, weil ich nur mit einer Hand Nee, der links. Carsten Aha. überholt. Und mit der linken Hand habe ich die Ja. Wasserflasche in der Hand. Irgendwann Ja, geht's die nicht mehr. Wasserflasche. Ja. Ja, hier ist 70 auf der Landstraße. Ich fahre schon 75. Ja, ich auch. Bestimmt Ich nicht. fahre auch so 75, so plus Plus 10. minus. Der ja, minus weniger, also plus. Hi, James. Ich bleibe einfach ganz. Das bleibt alles so, wie es ist. Ja. Ich fahr trotzdem langsamer. Ich fahr trotzdem einfach 75. Ja, wir sehen uns dann in. In Leningrad. Nies, nies, nies. Nies, 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 Ich nies. finde 75 für Landstraße schnell genug. Ist okay, Opa. Ich meine, er hat ja eigentlich recht, aber Nein. es ist der Ja, Chaotenkonvoi. aber Das heißt so nicht, dass wir uns James nicht als benehmen. Wir rasen ja jetzt Taxifahrer. auch nicht. Also ist ja jetzt nicht so, Ja, dass wir eben, also jetzt wie hier dieser schon mal hier mit Pfeil 130 85, lang, wollte ich mindestens. sagen, ey. Das gab Zeiten früher! So, James als Taxifahrer, überleg dir mal, ich muss schnell zum Flughafen. Nee, Nee, also. also 85 auf der Landstraße. Ja. Reicht. Ja, vielleicht fährst du mit Japan dem PKW doch sehr 100. Ja. Ja, aber Das war reicht, ein du etwas hast ja überspitztes 85. Beispiel eventuell. So, müssen wir Wir jetzt fahren hier wirklich irgendwie so eine 35 Kurve km/h. fahren? Ja, ich fahre auch diesen Kringel. Okay, ich dachte, ich wäre nur. Nee, ich habe das auch gerade mich Okay. gewundert und das. Es geht auch, glaube ich, nicht anders. Ah, Sind Tatsache das ist einfach alle. beide Spuren gesperrt Aber dann oder haben wir macht wenigstens den man das? Kringel Freigeschaltet. freigeschaltet. Boah, ihr habt da echt eine Sucht, das ist ja der Wahnsinn. Willst du unser Suchtberater werden? Ja. Ja, hört auf damit. Mal. Ja, dann hätte ich gerne noch ein erhitztes Traubenerzeugnis. Ja, geht gerade nicht, ist halt hier so eng, ne? Also, kann Ja, ich jetzt nicht schade. neben dir herfahren. Aber vielleicht besorgt deine Beifahrerin dir da dieses Nein, wir haben Traubenerzeugnis. leider keinen. Ich habe auch gestern, glaube ich, zu viel erhitztes Traubenerzeugnis auf dem Weihnachtsmarkt gehabt. Hast du Josh, Scheiße du bist gelabert in der oder warum? Woche, nicht mitten in der Woche. Ja, doch, das Labor war so anstrengend. Der war voll der Weihnachten. Ah, es war voll schön und Langosch gegessen und so. Das war schon schön. Langosch Wo ist getrocknet. denn der bei euch da auf dem Marktplatz oder was? Auf dem Marktplatz ist ein ganz kleiner, da ist ein Riesenrad und ein kleiner Weihnachtsmarkt, so wie auf einem kleinen Dorf. Ja, das Riesenrad, das haben sie schon aufgebaut, als Genau. ich Und quasi. Carsten, du weißt doch noch, wo das Riesenrad gestanden ist. Ja. Nur bis dorthin ging der Weihnachtsmarkt, weiter nicht. Also voll von vorne, also von der Bahn an bis dorthin, wo das Riesenrad ist. Und ansonsten, weiß nicht, warst du da schon mal. Ach, schwierig, wie erklärt mir denn das? Weiß nicht. Zwischen Europaplatz und Marktplatz, also dieser Hauptstraße entlang, Ja. ungefähr auf der Hälfte und dann nicht Richtung Schloss, sondern Richtung Hauptbahnhof dort ist noch so ein Platz. Da ist das dann ungefähr. Aber nicht da, wo das Rote Rathaus ist, ne? Nee, Naja, da da. steht ja das Riesenrad. Was war denn noch? Ist das Bratan nicht in der Nähe gewesen? Ich weiß es nicht. Das Bratar war doch. Nee, aber das war doch. Doch, wobei, das war zwischen Europaplatz und Ja, meine ich Marktplatz. ja, aber Nur ja, aber so in der Seitenstraße ähnlich. irgendwo. Also das Bratar war jetzt nicht Ah, direkt an der Carsten? Hauptstraße. Ja? An der Osteria ungefähr. Ah, Da, wo okay. wir. Genau, dann. Da, wo Da wir ist lecker quasi die essen andere. Viel Spaß Aber da beim ist Umweg auch fahren. richtig schön mit. Warum?
mit so Zeug. Warum Umweg fahren? Ja, weil ihr einen Umweg fahrt. Warum fahren wir einen Umweg? Wieso fahren wir einen Umweg? Weiß ich nicht, weil euer Navi euch das scheinbar falsch angezeigt hat. Nee, wir haben doch gesagt, wir fahren hier durch. Warte mal, wir bleiben mal kurz stehen. Auf der linken Spur natürlich. Gesundheit. Nee, mir sagt's hier Richtung da hier. Über die Brücke drüber. Ja, genau, über die mittlere. Der 3. Das sind ja 3 Striche. Ja. In St. Petersburg. Hm. Aber du kannst ja auch einfach quer über die Brücke fahren. Hä? Ja, aber wir sind doch. Er hat gesagt, wir fahren hier durch, hier runter. Ja, also natürlich kannst du quer fahren, aber wer über Dickens hier. Aber wir wollten. Ja, guck mal, wir haben da hier drei Möglichkeiten. Genau, wir wollten die mittlere nehmen, weil die cool ist. Genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir fahren nicht links lang, weil wir wollen noch was anderes mal freischalten. Wir fahren nicht über das Wotsnebor, sondern wir fahren halt über die Mitte. Genau, weil es Wotsnebor. Richtig. Hat der Joshua ein paar Mal gesagt? Ist ja gut, ich kann ja nicht immer zuhören. Doch, wohl wahr. Ich bin derjenige, der es nicht mitgekriegt hat. Das ist cool, ne? Ja. Oder? Fühlt man sich cool. Richtig gut, wa? Wenn man mal dazu gehört. Hinter mir? Piep, piep, piep. Das ist also, Joshua, möchtest du noch ein warmes Traum erzeugen? Ich gehe schon mal mit Schalen langsam. Aber ein kleines, nicht so... Nee, ein großes. Ein richtiger für 0,5er Humpen. Boah, das gab's letzte Woche Mass. Bei uns. So eine Mass. Erweiterte blaue Stunde, Weihnachtsbaum schmücken und Glühwein. Einfach mal so eine Mass. Hey, im Schwabeland, der bräuchte eigentlich auch Mass Glühwein, finde ich. Ja, trinkst du, dann bist du tot. Dann bist du durch. Ja, wenn du es auf einmal trinkst, aber verteilt ist es ja... Ja, aber der wird ja irgendwann kalt, dann ist ja kein Glühwein mehr. Boah, stimmt, ist gar nicht gut. 0,2 ist schon okay. Nur irgendwie etwas expensive. Ein Glühwein trinkt der Zünde noch Kinder an. Du Arsch. Was? Der Glühwein trinkt der Zünde noch kleine Kinder an. Alter, wer Kaffee trinkt, frisst kleine Kinder. Wer Glühwein trinkt, zündet kleine Kinder an. Ja, ist okay. Es sterben ganz schön viele kleine Kinder hier in dieser Welt. Definitiv, ja. Dass es überhaupt noch kleine Kinder gibt. Amaretto mit Schuss. Was? Kakao mit Schuss. Okay. Nein, Amaretto mit Schuss. Und Kakao mit drin. Mit Schritt? Genau, mit Schritt. Die Lampe ist ja mega Kakao fancy, oder? Wobei, die habe ich ja... Das war Amaretto-Kakao beim letzten Mal, ne? In Bonn, wo wir das getrunken haben. Du meinst haben. Die Laternen, ne? Ich hatte keinen Kakao. Ich hatte Kakao mit Kirschlikör. Ich hatte einen Amaretto-Kakao und ich fand das irgendwie... Du hast viel zu viel... Das Ding hat viel zu viel nach Amaretto geschmeckt. Ich hatte gesagt, das muss so. Jetzt ist Traumerzeugnis. Nee, das fand ich nicht so cool. Oh, das fand er nicht so cool. Was? Muss ein bisschen brennen, Julian. Nee, das Brennen war nicht das Problem, aber das war halt einfach sext. Also nicht... Es war halt einfach sehr extrem, der Geschmack. Und jetzt, ja, Amaretto halt. Du hast den Kakao gar nicht mehr geschmeckt. So null. Zumindest bei der Portion, die ich hatte. Vielleicht habt ihr gesagt, bei mir mit extra, aber... Ja, kostet extra. Guck mal, was haltet ihr von der schönen Brücke hier? Ist doch voll fancy hier. Ja, habt ihr das Stadion auch gesehen? Nee, ne? Guck mal nach links. Ist das Stadion? Seid da wieder zu schnell, Ich habe hier einen Daumennagel gemacht. Das Wasser ist aber... Das Wasser sieht echt schöner aus als vorher, oder täuscht das nur? Aber auch so... Das täuscht nur. Nach links ist auch, finde ich, voll die Küste. Die Reflexion sieht voll geil toll aus. Also, wollen wir weiterfahren? Nein, wir warten noch auf James. Nee, wir wollen hier noch Foto machen. James. Ich dachte, der fährt andersrum. Nee. Nee, ich bin jetzt die ganze Zeit rückwärts über diese blöde einspurige Brücke gefahren. Mit einem Trailer? Respekt. Ja, du warst schon auf der Brücke? Exklusiv beim James im Video. Ich glaube, der James ist auch kein Typ, der dann aufhört zu fahren, wenn wir sagen, warte mal kurz, lass mal kurz überlegen, wo wir lang wollen. Der fährt dann überzeugt weiter. Nee. Nee. Nö. Never. Genauso überzeugt, wie er sagt, ja komm, wir fahren Deutsche Bahn Regionalexpress. Ja, dann machen wir auch nicht mehr. Der Junge, der steckt das Wort Express drin, das ist schnell. Nein. Theoretisch. Das steht in dem Wort, steht das drin? Übrigens, das hätte ich wahrscheinlich auch bis zu den letzten Erfahrungen noch gesagt, aber nach den Erfahrungen nicht mehr. Ja, jetzt kann ich fährt er mit dem Günther. Übrigens, seit dem 9.12. dieses Jahres, also seit nicht lange, fährt auf der RR11 mittlerweile der erste RRX zu. Also von Abellio, diese Doppelstockzüge, also aber als Triebwagenzüge.
Ach so, ja, die Twindex-Dingsies. Die Zero-Dinger. Also sind nicht mal Flirt, sondern sind solche Siemens-Teile. Die Doppelstockteile. Da Abellio sich nicht einigen kann, welchen Ansagesprecher die nehmen, haben die jetzt LinguaTech. Die Ansagen sind so furchtbar teilweise. Ja. Weil du hast halt Ansage, also dieser Gong, Stille, nächster Halt, Essen, geplante Ankunftszeit, 19 Uhr, heute, 19.11 Uhr, nächster Halt, Ausstieg rechts. Also immer mit diesen scheiß Lücken dazwischen. Und dann überfordert das System teilweise komplett, sodass die richtig langsam werden und total widerlich klingen und total übersteuern. Nächster Halt. Ja, es klingt sehr furchtbar, vor allem aus diesen Pavlautsprechern. Das ist echt nicht schön. Richtung Staatstheater, Konzert aus dem Tullerstraße, Verkehrsbetriebe, bitte umsteigen. Das klingt teilweise noch schlimmer als die Raupis. Vor allem, nee, Raupi ist schon schlimm. Ja, aber ich habe das ja am Montag mitgemacht. Vor allem, du hörst halt immer, wann die eine Sounddatei aufhört und die nächste anfängt. Ja, und? Und das ist, ja, es gibt so viele mittlerweile zusammengeschnippelte Ansagen und die haben es alle, selbst die Deutsche Bahn hat es da besser gemacht. Das kann man doch ein bisschen schöner. Thank you for traveling. Das haben sie ja teilweise, zum Beispiel im RE42 ist es mit drin. Dass du, dass der Ingo Ruff, der hat ja alles eingesprochen. Alle Uhrzeiten, alle Bahnhöfe, alle Verbindungen und hast du nicht gesehen? Wir können weiterfahren. Hat da viel und zu tun gehabt, ne? Und da schnibbeln sie es auch aneinander. Und das klingt menschlicher als das, was sie da jetzt im Dingens verursacht haben. Also unmenschlich, diese. Ja gut, das ist ja auch ein Mensch und nicht eine Lingua. Ja, aber selbst der Zusammenschnitt klingt besser als, ja klar, das, was die weil ist ja alles Mensch. Ja, aber ich meine auch von den Pausen her. Also, normaler Mensch spricht ja auch nicht so. Also, doch, hättest die Soundfiles einfach ein Stückchen kürzer schneiden können. Also, wenn du Herbert Grönemeyer bist und Mensch singst, hast du schon so Pausen drin. Dann hätte die Soundfiles einfach besser schneiden können, dann wäre es besser gewesen. Ja, hätten sie mich nicht angelassen. Ja. Ja, hätten sie mich nochmal. Ich hätte den das ist da eine Stadt. Ja. Was macht dich da satt? Currywurst. Aber der Macker hat keine Currywurst, habe ich jetzt erfahren. Ganz doll in der Presse. Dann kommt der eigentlich auch nicht aus dem Ruhrpott. Der mag keine Currywurst. Oder? Dann kommt der eigentlich auch nicht aus dem Ruhrpott. Ja, hä? Wenn ich kein Schwarzwälder Schinken esse, komme ich trotzdem noch hierher. Nee, das zählt nicht. Also, im Ruhrpott hast du zwei Gerichte, die du mögen musst. Nee, das sehe ich nicht. Mettbrötchen und Currywurst. Ich mag kein Mettbrötchen. Ich mag auch keins. Doch, Mettbrötchen mag ich. Nee. Ist ibar fui. Es ist auch so roh irgendwie. Ach, aber Medium-Burger essen. Ja. Das ist nicht roh, das ist ja auch warm. Ja. Aber Mettbrötchen mit Aioli ist richtig geil. Ja, wenn du das im Sommer draußen stehen lässt, ist es auch warm. Dann trägst du dein Mett demnächst halt einfach vorher eine halbe Stunde unterm... Nein. Unterm Arm, dann ist es auch warm. Nein. Mach ich nicht. Jetzt der Carsten wäre auch so einer, der mit... Hupala. Pylon. Ich dachte, der Carsten wäre jetzt auch so einer, der mit Brötchen... Nein. Warum nicht? Nein. Ist kalt, ne? Mag ich nicht. Wir sind uns aber einig, dass wir jetzt hier abfahren, ne? Rechts, nein. Ja. Nee, wir fahren links nach St. Petersburg wieder rein und dann hoch. Carsten sagt jetzt nur noch nein. 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 Also meine Pfeile gehen so links rum. Jetzt ganz nicht mehr. Nicht. Doch, ganz sicher gegen die. Das wäre mir aber auch sehr suspekt gewesen, dass wir wieder einmal zurück über St. Petersburg, über die andere Brücke zurück. Ist doch cool. Eine Ben James Aufgabe. Wahrscheinlich habe ich die Nummer 1 auf die falsche Brückenseite geheftet. Also meine PIN da, mein Navi-Pin. Deine PIN? 1, 2, 3, 4. Ja, deine PIN, genau. Carsten, sag mal, welches das 1, 2, 3, 4 ist. Jetzt darf mein Navi auch genau hier wieder direkt abfahren. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir auch ungefähr im Konsens. Hallo, du musst gleich auch abfahren, ne? Ich weiß. Ja. Aber bis dahin bin ich vor dir. Nee, schaffst du nicht. Ich bin doch jetzt schon vor dir. Oh! Heide, nein, was ist denn da los? Toll, jetzt bin ich in die Leitplanke gefahren. Du bist so ein Faker teilweise. Das finde ich echt nicht nett von dir, ey. Und mit der Maus viermal auf den Tisch geklopft.
So, jetzt habe ich einen frei bei dir. Ja, sicher, du mich auch. Finde ich nicht nett. So ein Schauspieler, der Kerl. Der ganze Tisch hat hier vibriert. Wenn hier 60 ist, dann können wir aber ruhig 70 fahren, oder? Was ist denn mit dir los? Ist cool mit uns. Wir können auch 80 fahren. Ja, jetzt weißt du, es reicht dir so einen kleinen Finger und du nimmst dir den ganzen Arm. Ja, was Geschwindigkeiten angeht, da bin ich genau der Mensch. Okay. Ein Speed-Junkie. Oh, dann aber sonst was zum Freischalten, dann muss man diesen kleinen Nupsi da fahren. Oh, hier ist also das ist ein Kreisverkehr, ups. Ups. Oh. Ups, das ist ein Kreisverkehr. Ah, ein Kreisverkehr. Ups. Aber ein schöner, Moment, hier ne? Hier ist was Thumbnail-würdiges. Ja, ah. Ich muss da auch einmal rumfahren, wegen dem Thumbnail. Moment. Wegen dem Thumbnail, okay, Carsten. Nicht wegen des Freischalten. Hä, hey, da ist ja Vorfahrt außerhalb vom Kreisverkehr, das ist ja witzig. Ja, ist in Russland so irgendwie, habe ich so mir sagen. Ja, gibt es da überhaupt sowas wie Vorfahrt? Phase, oder? In Russland fährt einfach jeder, wie er will. Ja, hier ist aber ein bisschen arg dunkel, ne?